Stuhlspenny. Hallo. Ich dachte mir, ich nutze mal meinen Fernseher als wunderschönen Background mit hier Lagerfeuer, nein, Kaminfeuer. Willkommen zu meinem nächsten Vlog. Heute ist Donnerstag, wir sitzen da weiter, wo der letzte aufgehört hat. Und wir haben jetzt 13.35 Uhr. Ich hatte jetzt schon eine Vorlesung heute Vormittag und habe noch einen Termin von der Arbeit gehabt. Hab schon Mittag gegessen und werde jetzt in die Bib gehen und ein paar To-Dos auf meiner Liste abarbeiten. Genau. Und würde ich sagen, viel Spaß beim Schauen. Und wir sehen uns dann. Übrigens, ich weiß echt nicht, wie andere Leute das schaffen. Ich habe mal so einen Berg an Sachen dabei. Ich weiß nicht, wenn ich weniger mitnehme, dann habe ich zu wenig dabei für die Zeit, die ich da bleiben möchte in der Bib. Und ansonsten nehme ich gefühlt meinen halben Haushalt mit. Naja, aber ich gehe jetzt mal los. So, ich mache mal wieder ein kleines Voice-Over zu dem, was ich alles gemacht habe in der Bib. Und zwar, ihr seht mich nur eine Sache machen. Da habe ich den Stoff nachbereitet und Karteikarten dazu geschrieben. Wie gesagt, damit kann ich nach wie vor am besten lernen. Und ansonsten habe ich mir dann noch zu manchen Inhalten, die ich wiederholt habe, die entsprechenden Bücher rausgesucht, also die Literaturgrundlage der Folien, und habe da ein bisschen rumgeschmökert, weil ich finde das immer ganz hilfreich, so das Hintergrundwissen von dem eigentlichen Autor zu haben und nicht nur diese Zusammenfassung, die der Professor erstellt hat. Genau, und ansonsten habe ich dann meine Zusammenfassungen weitergeschrieben und ja, einfach den Stoff wiederholt und nochmal für mich gelernt, damit ich erstens vorbereitet auf nächste Woche bin und natürlich auch schon mal für die Klausur ein bisschen Grundlagen kann. Zwar kein Deutsch. Damit ich für die Klausur auch schon eine Grundlage habe, die ich dann aufbauen kann in der Prüfungsphase. Ich hoffe, das Licht, naja, so geht's einigermaßen gut. Ja, hallo. Wir haben heute Freitag, schon viel zu spät. Nein, es ist 14.53 Uhr. Ich hatte jetzt nicht heute unbedingt Stress, aber einfach viel zu tun. Ich habe gearbeitet und ja, dadurch, dass ich halt momentan nur einmal die Woche da bin, muss ich da halt immer den ganzen Kram gleich alles in einem Tag erledigen. Ja, und dann muss man halt noch, keine Ahnung, die Sachen aufholen, die man verpasst hat. Deswegen ist das schon immer ganz schön stressig. Tatsächlich, witzigerweise, darf ich jetzt auch eine Arbeit, ja, Video schneiden. Und da bin ich gerade dabei, beziehungsweise muss ich noch fertig machen, bevor ich Feierabend machen kann. Denn es geht jetzt in 6 Minuten schon wieder weiter. Ich habe mal, ich weiß nicht, ob ich es geguckt habe, ein paar andere Studierende neben mir haben sich, also wir haben uns zusammengeschlossen und haben gesagt, wir gründen so eine kleine Tutorengruppe für die WIF-Erstis. Und da haben wir als Initiative uns gedacht, so Termine, in denen man feste Lernzyklen hat, also ein Study Together einfach. Genau, das wir dann jetzt dann haben, per Zoom natürlich alles. Das machen wir jetzt noch 3-mal im Dezember. Ah, und heute Abend habe ich noch eine Verabredung. Da freue ich mich schon drauf. Genau, dass ich mal wieder rauskomme. Nee, ich denke, das wird ganz entspannt. Und dann sehen wir uns später. Und wenn nicht, dann morgen.
Und dafür ist das Meeting heute gedacht. Wir werden dann verschiedene Breakout-Sessions aufmachen. Und da könnt ihr diese dann nach Fächern normalerweise benannt. Da könnt ihr euch dann einfinden. Und wir haben uns auch gedacht, wir geben euch verschiedene Lernmethoden mit. Heute machen wir die Pomodoro-Technik. Ich weiß nicht, ob die welche von euch vielleicht schon kennen. Es wird so sein, dass wir 25 Minuten quasi eine Lernphase machen und dann nach den 25 Minuten holen wir euch alle in die Hauptsitzung zurück, dann machen 5 Minuten Pause. Das wären dann quasi 4x 25 Minuten plus die Pause, also wenn ich jetzt rechnen kann, 2 Stunden. Dann könnt ihr euch selber zuordnen und wie gesagt, wenn Fragen sind, sind wir da. Ich stelle mal einen Timer, das heißt um 35 holen wir euch zurück und dann wünsche ich viel Spaß. Like the BGs walking on the street, we saying alive. No, we ain't never sleep, still we living out these sweet dreams. Hit another beat, please play it aloud. The crowd saying, well, you're rhythmic. Tell me, are you with me? Teaming like a split screen, we been around. Get you on the dance floor, what you making plans for? You ain't got an answer, let it all out. I see you even with my eyes closed. I see you even when the light goes. I see you everywhere that I go. So, ich bin jetzt ready. Und werde losgehen. Ich freue mich schon, weil die Woche war ja, ziemlich anstrengend und voll. Ich freue mich zwar auch schon auf nächste Woche, aber jetzt erstmal Wochenende. Nee, manche, da heißt es dann. Hallo, wir haben mittlerweile Samstag. Ich habe gestern den Abend noch schön ausklingen lassen und habe mich jetzt schon da reingesetzt und ein paar Karteikarten durchgemacht. Wir machen jetzt noch Plätzchen. Blame me when you end up on top of daydreams. Thought they never would stop. Say peace to the days when you beg to be gone. Cause now we definitely on. It may seem we are ready to rock. What? What you know about where I've been? What you know about where I'm from? What you know about my life, the strife, the times, all of it was right and the times when I went wrong. What you know about JJ? How'd we end up in the same place? And will we get up on the same wave? Tell me your mistakes, babe. I don't care about your pay grade. I just wanna feel alive till the day breaks. I see you even with my eyes closed. I see you even when the light goes. I see you everywhere that I fall. And I see you, I see you. I see you even with my eyes closed. I see you even when the light goes. I see you everywhere that I fall. And I see you, I see you, yeah. Ja, ich melde mich zurück von dem entspannten Samstag. Genau, ich habe einfach mal heute nicht so viel gemacht, habe nur ein paar Sachen wiederholt und werde jetzt noch entspannt etwas lesen. Das ist eine Zusammenfassung von Viktor Frankls Theorien. Das ist ein Neurologe gewesen, der eben sich mit der Frage über den Sinn, den Menschen in etwas haben, finden, wie auch immer, beschäftigt. Finde ich ganz interessant, seine Thesen. Wer sich für sowas interessiert, kann ich nur empfehlen. Vielen Dank fürs Schauen und bis zum nächsten Vlog. Gute Zeit.